Herr Schöne, ich muss Ihnen in einer Sache widersprechen. Wir haben keine Zeit mehr. Also wir haben zurzeit durch auch erhöhtes Ordnungsrecht 3-4% Strukturwandel bei den landwirtschaftlichen Betrieben. Es geht jetzt richtig brachial zur Sache. Wenn das jetzt noch weitergeht, wenn weiter solche Politik gefahren wird, dass wir Auflagen machen, dann gehen wir die Betriebe alle weg. Ich kann nicht mehr warten. Und das Gleiche ist bei der Biodiversität. Wir können nicht noch mal warten, was dann bei der nächsten Wahl rauskommt. Wir müssen mal das Zeichen setzen, dass wir auch mal anfangen wollen. Und der Zeitpunkt ist jetzt ein idealer. Und wir können uns nicht warten. Ich bin als Landwirt und als Landwirtvertreter keiner Partei verpflichtet. Also wenn das bei Ihnen anders ist, dann finde ich das sehr traurig. Aber wir müssen jetzt handeln. Jetzt Herr Müller und dann Sie. Ja. Also ich habe jetzt das vom Herrn Neumann zur Kenntnis genommen, dass das in Brüssel scheinbar nicht so schnell geht. Jetzt gebe ich Ihnen mal als einfacher kleiner Bauer, gebe ich Ihnen mal eine ganze Runde paar Hinweise. Die Hilfestellung, dass was passiert und die Unterstützung, die erfahren wir ja ohnehin nicht von Brüssel. Also die muss von den Ländern kommen. Seit 2009 mache ich Blühstreife. Die einzige Unterstützung war das dankenswerte Engagement, was die BASF eigentlich in der Südpfalz leistet. Das muss man mal sagen. Land, Kreis und Bioverbände und Umweltverbände, alles Fehlanzeige. Die BASF ist die, wo sich in unserer Region engagiert und wie auch heute das macht, da kann man eigentlich nur noch Danke sagen. Da muss mal ein bisschen was passieren. Da hilft uns natürlich auch Brüssel nicht. So, und wenn das in Brüssel ein bisschen länger dauert, dann muss ich doch sagen, okay, dann bleiben wir mal an der Sache dran, wir bohren weiter. Wie können wir es in Brüssel forcieren? Wir könnten es doch forcieren, wenn der Bauernverband seine Mitglieder zu einer großen Unterschriftenaktion aufruft und wir legen in Brüssel 150.000 Unterschriften vor. Wir wollen was tun für den Umweltschutz. Und Brüssel lässt uns nicht. Das kann man doch mal pressemäßig auch verkaufen. Das können wir auch zusammen mit den Umweltverbänden machen. Da könnte man mal sofort ansetzen. Zweiter Ansatz, vielleicht für den Minister von Sachsen-Anhalt. Wir haben in Rheinland-Pfalz das aufwendige Euler-Programm, wo kein Mensch versteht. Wir kriegen doch die Beihilfe, die Flächenbeihilfe kriegen sie doch alle. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, als Land Rheinland-Pfalz ist mir das wert. Ich lege auf das, was er von der EU kriegt, 50 Euro für einen Blühstreifen drauf. Ist er neben dem Gewässer, kriegt er 100. Und wenn er noch mehrjährig macht, gibt es noch mal ein paar extra. Und es passt auf 18-4 Seiten. Nee, man braucht 28 Seiten, wo kein Mensch versteht. Und wenn aber die Blühmischung siehst, dann gibt es natürlich keine Hilfe. Es gibt nur bei der Sort von Blühmischungen. Da fängt es schon an. Da brauchen wir keinen Herrn Neumann, da brauchen wir keine Bundesregierung und keine EU. Das ist Ländersache. Wir haben in Rheinland-Pfalz 6 Jahre grünes Ministerium und ich habe keine Hilfe für mehr Blühstreifen. So. Lassen Sie die andere auch noch zu Wort kommen. Ja, sehr gut. Aber die Ermessensspielräume, wenn ich die Blühstreife nachgemessen kriege, ich habe mich mit 3 Meter angegeben, habe 3,10 Meter oder 2,90 Meter, habe ich ein Problem. Glauben Sie doch nicht, dass es in Niederolien Meter gibt, wo 2,90 Meter messt. Das ist doch der vor Ort, wo es einträgt, wie breit das die Blühstreife ist. Da gibt es Ermessensspielräume, die werden doch gar nicht genutzt. Und das Dritte wäre, machen wir doch mal einen Buslandwirt von Süddeutschland und einen Bus von Norddeutschland. Wir brauchen nur 100 Leute und 5 Schlepper von Luxemburg und dann fahren wir auf Brüssel und sagen, wir wollen Biodiversität und wir dürfen es nicht. Das könnten wir doch mal verkaufen und dann hätten wir doch mal Druck erzeugt. Also es gibt auch Möglichkeiten, ohne Bundesregierung und ohne EU was zu tun. Jetzt Sie bitte. Ja, ich wollte einfach nochmal die Kooperation, die Zusammenarbeit, die hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung der GAP angestrebt werden sollte, ansprechen, die ich mir durchaus wünsche. Es wäre gut, wenn unterschiedliche Verbände gemeinsam in Brüssel und bei der Bundesregierung auftreten würden und sagen würden, wir wollen gemeinsam an ein Ziel arbeiten, a, das Finanzbudget erhalten und b, dann in den unterschiedlichen Bereichen die Interessen Biodiversität, Wasserschutz, Bodenschutz, Erhalt der landwirtschaftlichen Produktion, Sicherung der Lebensmittelproduktion etc. zu erreichen. Nur muss ich ehrlich sagen, ich habe 10 Jahre im Bauernverband Ehrenamtsarbeit gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass in den letzten 10 Jahren mir durchaus das Vertrauen abgegangen ist, dass sich diese Situation jemals einstellen wird. Regelmäßig am Jahresanfang findet die Grüne Woche statt. Und die Veranstaltung ist immer begleitet von einer weiteren Veranstaltung, die auf der Straße stattfindet. Und Herr Schöne, viele Ihrer in Ihrem Naturschutzring mitorganisierten Verbände sind maßgebliche Organisatoren dieser Veranstaltung. Und als Landwirt bin ich da durchaus emotional und sage, wer auf der Straße die Landwirtschaft so darstellt, mit dem habe ich durchaus ein Problem, gemeinsam nach Brüssel zu ziehen, in dem Vertrauen, da gemeinsame Ziele zu erreichen. Und da wäre eigentlich mein Vorschlag,
Wenn Sie das ernst meinen mit der Kooperation und der Zusammenarbeit, dann denken Sie doch einfach mal darüber nach, als ersten Schritt diese Veranstaltung vielleicht etwas anders zu gestalten, die Gemeinsamkeit mehr herauszukehren und nicht die Abgrenzung zur Landwirtschaft immer so zu repräsentieren. Und dann bin ich mir eben auch sicher, dass wenn das glaubhaft dann bei den Landwirten ankommt, dass sich viel mehr Landwirte auch begeistern lassen werden, gemeinsam mit Naturschutzverbänden und auch mit Institutionen. Und da muss ich ganz kritisch mal ansprechen, wenn Staatssekretäre hier heute Ministerien vertreten, die Schirmherr dieser Veranstaltung sind und nach ihren Impulsvorträgen dann die Veranstaltung verlassen, dass das auch nicht unbedingt vertrauensfördernd ist für einen Landwirt. Insofern denke ich, habe ich zwei Punkte angesprochen, wo jeder für sich schon mal anfangen kann, darüber nachzudenken. Herr Neumann reißt natürlich vieles für Onkel Eikens hier wieder raus. Dankeschön. Aber ich denke, das wäre ein Zeichen gewesen, wenn die Staatssekretäre auch hier an dieser Veranstaltung teilgenommen hätten. Danke. Machen wir da kurz einen Break. Herr Weber, Herr Müller sprach an, auch die Länder können viel mehr tun, als sie bislang tun. Sie können, das ist ja auch bei den Vorträgen der Landwirte vor Mittag rausgekommen, sie könnten zum Beispiel Beratungshilfen anbieten, um die Umsetzung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen, von Agrarumweltmaßnahmen zu verbessern. Sie könnten die Richtlinien einfacher gestalten, als sie es tun. Und sie könnten nochmal die Frage, den Ermessensspielraum deutlich mutiger ausschöpfen, als sie es tun. Ist das so? Und was tun Sie? Also wir können sicher einige Sachen machen. Wir haben allein im Bereich der Schonstreifen, Randstreifen und Blühstreifen 6 bis 7 verschiedene Maßnahmen, die wir anbieten. Das ist eigentlich zu viel. Weil je mehr Maßnahmen ich anbiete, natürlich kann ich individueller dann Angebote machen. Auf der anderen Seite mache ich noch Sonderausnahmen, noch eine Sonderausnahme. Und deswegen würde ich bei uns eher dafür plädieren, es auf wirklich eine Handvoll zielführende Maßnahmen zu konzentrieren. Auch ganz bewusst in Kauf nehmen, dass ich dann nicht jeden Sonderwunsch bedienen kann. Sie haben das Stichwort Beratung gegeben. Also erstmal 50 Euro drauf. Ich glaube, die Förderung für Blühstreifen in Sachsen-Anhalt, die ist ziemlich gut. Aber wir haben die Umsetzungsprobleme, die heute alle diskutiert wurden. Keine Frage. Aber ich glaube, die Ausfinanzierung ist nicht schlecht. Das ist ja nicht das Problem. Die Umsetzungsprobleme, die alle heute Morgen angesprochen haben, sind das Problem. Und Sie haben eben auch angesprochen die Frage der Sortenwahl. Auch das war bei uns am Anfang ein Problem, aber wir haben inzwischen regionsspezifische Sorten, natürlich schreiben wir die vor, aber mit diesen Sorten haben sie eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, auch einen Erfolg zu bekommen auf der Fläche. Also das finde ich jetzt nicht zwingend negativ, wenn wir auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse ihnen Sortenmaterial an die Hand geben, was auch einen vernünftigen Blühstreifen hinbekommt. Und ja, zur Beratung, wir sind nun mal ein Land, was keine Kammer hat. Also wenn die Landwirte bereit sind, 8 Euro, ich glaube, das zahlt man Kammerbeitrag in Niedersachsen, verbessern Sie mich, 8 Euro pro Hektar zu zahlen, habe ich 8 Millionen, da baue ich Ihnen aber eine Beratung auf, die sich gewaschen hat. Im Augenblick habe ich das Personal nicht, wir versuchen immer mit Und Sie kleinen... Und würden dann auch fördern, wenn es sowas gäbe in Sachsen? Also die Beratungsförderung ist etwas, was wir in der Diskussion haben. Wir haben es im Augenblick nicht, aber wenn ich ja erstmal, sage ich mal, eine staatliche Förderung anbiete, brauche ich sie ja nicht zwingend fördern. Wenn ich das Personal habe, was indirekt die Landwirte über einen Flächenbeitrag und einen Kammerbeitrag bezahlen. Aber das wird es bei uns nicht geben. Das war jetzt mit Augenzwinkern, weil ich glaube nicht, wir haben vor 25 Jahren uns in Sachsen halt dafür entschieden, kein Kammersystem einzuführen. Das heißt, es gibt bei uns eigentlich keine Offizialberatung. Wir machen ein bisschen den Pflanzenschutz. Wir überlegen, eine Beratung anzubieten über eine Förderung. Aber armes Land muss EU-Förderung beachten. Also wenn der Finanzminister mir ein paar Millionen gibt, wunderbar. Also gucke ich nach Europa. Die würden das kofinanzieren. Der Bauernverband wird es unterstützen. Ja, die Berater, die privatwirtschaftlich organisierten Berater sagen, um Gottes Willen, bleib mir fort damit. Also da habe ich im Augenblick noch nicht die Quadratur des Kreises wirklich durchschlagen. Wir denken drüber nach, aber ich weiß nicht, ob wirklich 50 Euro für eine Beratungsunterstützung das Zielführende ist. Im Augenblick tendieren wir mehr danach, die Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung vor Ort zu stärken, bei den Kontrollen, ich habe es vorhin angesprochen, und gegebenenfalls auch dort indirekt im Prinzip über die Kontrollen auch eine Beratung bei der Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen anzubieten. Wenn Sie die Maßnahmen attraktiver machen wollten und die administrativen Hemmnisse nicht beseitigen können, dann könnten Sie doch
auch aber etwas kreativer rechnen und die Förderbeiträge anheben und die Maßnahmen vielleicht darüber attraktiver machen. Haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht? Also, wenn ich richtig informiert bin, dürfen wir ja gar keine Anreize zahlen. Es sei denn, das Land würde die... Ich habe nicht von Anreizen gesprochen. Ja gut, wir dürfen ja im Prinzip nur den Ertragsausfall bezahlen. Und ich muss mich jetzt einfach mal auf meine Fachleute verlassen, dass die also ich sag mal, das so berechnen, dass der Landwirt jetzt nicht richtig schlecht wegkommt. Was vorhin ja in der Diskussion teilweise gefordert wurde, war on top oder ein Anreizsystem. Das würden wir nur mit reinen Landesmitteln hinbekommen. Da sehe ich bei uns ein bisschen schwarz. Aber wir sind immer wieder dabei, das nachzusteuern. Jetzt machen wir es gerade bei der Hütehaltung auf Deichen, dass wir das nochmal nachberechnen. Wir haben es jetzt gemacht bei der Ökoförderung, in der Einführungsförderung, die wir auch anheben konnten, jetzt von der EU genehmigt bekommen haben. Also wir versuchen immer peu à peu natürlich nachzusteuern, wenn die Möglichkeit sich ergibt. Herr Röser, jetzt sind Sie gerade so gelobt worden, dass Ihnen die Ohren schon klingeln mussten, was die Beratungsaktivitäten der BASF macht. Ist es denkbar, dass die BASF ihre Aktivitäten noch weiter ausdehnt, weil es die staatlichen Behörden einfach nicht hinbekommen, dass sie da sozusagen noch mehr Geld in die Hand nehmen, um da mehr zu tun? Auch wir müssen natürlich ökonomisch wirtschaften, das ist bei uns auch wichtig. Nein, Fakt ist natürlich, dass für uns das Thema Biodiversität, gerade in Verbindung auch mit Pflanzenschutz, ein wichtiges Thema ist. Das heißt, unsere Leute sind schon geschult für eine ganzheitliche Beratung. Biodiversität genauso wie Gewässerschutz gehört dazu. Ich glaube aber, dass das nicht alleine reicht, wenn das jetzt ein Industrieunternehmen oder zwei Industrieunternehmen machen oder auch die Landesbauernverbände teilweise machen, sondern wir müssen vielleicht dazu kommen, dass doch in den Ländern diese Beratung mit aufgebaut wird. Sie haben jetzt zwar in Sachsen-Anhalt keine Offizialberatung in dem Sinn und Sie haben vielleicht mit den Privatberatern ein bisschen die wirtschaftlichen Interessen, denn die haben natürlich kein Interesse an einer Biodiversitätsberatung. Die beraten die Landwirte ja, welche Düngemittel und Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen müssen und verdienen damit auch Geld. Aber man kann natürlich auch überlegen, ob man in die Pflanzenschutzberatung der Länder, und die haben Sie ja auch in Sachsen-Anhalt, genauso wie in anderen Ländern, ob dieses Thema Biodiversität genauso wie Gewässerschutz oder auch Anwenderschutz mit aufgenommen wird in die Beratung, um es da eben flächendeckender noch hineinzubringen. Und das gibt es ja Musterbeispiele, gerade Rheinland-Pfalz, ja, oder auch Bayern oder andere. NRW sind ja auch Vertreter hier, die so Projekte aufziehen, auch die Beratung mit anbieten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es nicht nur von einer Organisation kommt, sondern von mehreren Organisationen, auch von den staatlichen, wo das Thema auch mit hingeht. Herr Schöne, was halten Sie von der Idee, die nächste Demo in Berlin heißt nicht, wir machen euch, wir haben es satt, sondern wir machen Biodiversität, und dann üben Sie das gemeinsam in Berlin, und wenn das gut funktioniert, machen Sie das in Brüssel nochmal. Hat doch Charme, oder? Das hat durchaus Charme. Ich mache keinen Hehl draus. Wir diskutieren jedes Mal, was ist der Schwerpunkt dieser Demonstration, und ich mache mich immer dafür stark, dass wir Biodiversität in den Mittelpunkt stellen, weil das ist eine große Herausforderung, neben dem Thema Tierhaltung, das will ich nicht bestreiten, und dass so viele Menschen auf die Straße gehen, ich bin ja immer wieder überrascht, kritische Verbraucherinnen, Verbraucher, Ökolandwirte, Imker, ja, Jungbauern, diesmal die Spitze dieser Demonstration war komplett von überwiegend konventionellen Jungbauern bestückt, also man sieht, da ist ein Unwohlsein in der Breite der Gesellschaft auch angekommen. Das dürfen wir doch nicht irgendwie einfach mal so vom Tisch kehren. Da haben wir ja schon lange keinen Einfluss mehr drauf. Ich glaube, das macht deutlich, und wir sehen ja auch, die Öffentlichkeitsarbeit des Bauernverbands und anderer Akteure reagiert darauf. Wir haben ein Problem. Diese Botschaft, die brauchen wir in aller Deutlichkeit. Und wir haben Lösungen, ja, und darüber will ich sprechen. Aber ich finde es zunächst mal ein tolles Signal, dass 20.000 Menschen und mehr auf die Straße gehen im Januar und sagen, lasst uns über eine andere Agrarpolitik nachdenken. Bitte, stecken Sie die nicht alle in einen Sack. Da sind so viele wirklich engagierte, konventionelle Junglandwirte dabei. Das sind Leute, die machen sich Gedanken, wie geht es weiter? Weg von dem Strukturwandel, genau die Botschaft, weg von der Preismisere, Milch und Schweine. Das ist doch nicht die Umweltpolitik. Das wissen Sie doch besser als ich, wer daran schuld ist. Gucken Sie sich doch den Milchmarkt an. Also auch an der Stelle, lassen Sie uns bitte die Kirche im Dorf, gerade beim Milchbereich, ja,
Da ist es eher so, die Umweltsituation leidet darunter, den Problemdruck kriegen wir über die Nitratrichtlinie, bei der Düngeverordnung, da hatten wir jetzt diese Hängepartie die letzten 2 Jahre. Ja, das sind dann die Konsequenzen dieser Preismisere. Und auch darüber, über Qualitäten zu streiten, schauen Sie sich doch den Ökomarkt an, der einzige Bereich in ganz Deutschland, der immer noch deutliche Zuwachsraten erlebt. Also es sind Potenziale da, die müssen wir gemeinsam erschließen. Und ich sage eben auch immer, wenn wir darüber reden wollen, auch den Dialog befördern, da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, wie sieht denn Geld gegen Leistung aus? Das ist doch die Botschaft. Und ich glaube, hier im Saal würde ja keiner bestreiten, dass die Landwirte, die das wirklich ernst meinen, die im Naturschutz engagiert sind, Leistungen erbringen. Und diese Leistung will ich honoriert wissen. Wir haben die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz hat ausgerechnet, 1,4 Milliarden Euro bräuchten wir allein, um kooperativ den Naturschutz umzusetzen. Der wissenschaftliche Beirat beim BML hat ausgerechnet, glaube ich, 3 Milliarden Euro im Bereich Tierhaltung. Also wir brauchen Geld. Und wenn es dann daran scheitert, 4,50 Euro pro Hektar in diesem Jahr umzuschichten durch die Anhebung dieses Prozentsatzes von 4,5 auf 6%, da muss ich ehrlich sagen, dann fehlt mir der Glaube, dass hier wirklich eine offene Dialogbereitschaft auch existiert. Jetzt haben wir da vorne die erste Wortmeldung. Ja. Und dann hier vorne Herr von der Decken. Und dann Frau Gerowit. Dankeschön. Konstantin Kreiser vom NABU-Bundesverband. Ich bin erstmal sehr froh und dankbar, dabei gewesen zu sein heute Morgen bei der Berichterstattung aus den Gruppen. Ich denke, es ist ganz klar, dass wir uns einig sind, dass es sehr, sehr viele Landwirte gibt, die gerne mehr Naturschutz machen wollen. Aber ihnen wird unglaublich viel bürokratisches Gestein in den Weg gelegt und die Honorierung ist nicht angemessen. Also ich denke, das ist ganz klar. Einig sind wir uns, glaube ich, auch dabei, dass wir die Debatte nicht den Finanzministern überlassen wollen. Also ich glaube, da sind sich auch die meisten hier im Saal wahrscheinlich einig. Aber wir denken halt auch, dass so ähnlich, was Herr Schöne gerade gesagt hat, ist für uns ganz wichtig, wir dürfen die Debatte auch nicht den Agrarpolitikern alleine überlassen. Die Gesellschaft möchte ein anderes System. Und die letzten Reformen, die uns dieses System gebracht haben, unter dem wir jetzt auch leiden, sind in erster Linie von der Agrarpolitik mit den entsprechenden Agrarverbänden entstanden. Und man kann jetzt nicht so sagen, man hätte jetzt gar nichts dazu zu tun mit dem System. Deswegen ist es jetzt so wichtig und wir begrüßen es auch sehr, dass die Bevölkerung konsultiert wird von der EU-Kommission. Da engagieren wir uns auch sehr stark und hoffen, dass das andere auch machen. Und hoffen, dass es bei der nächsten Reform eben mit mehr Vertrauen funktionieren kann, denn das hat beim letzten Mal gefehlt. Und jetzt ist aber das Problem, dass wir schon wieder sehen, dass das Vertrauen auch sozusagen unter den Naturschützern, unter den Verbrauchern leidet, wenn wir sehen, dass 1,5% schon Umschichtung schon zu viel ist, dass ein Pestizidverbot in den Greening-Flächen schon zu viel ist und dass wir aber trotzdem sozusagen vertrauen sollen, dass wir eine Ökologisierung bei der nächsten Reform bekommen. Da sind viele Umweltverbände auch gebrannte Kinder von der letzten Reform, als das Greening letztlich runterverhandelt wurde. Und die Frage ist, warum sollen sich die Umweltverbände jetzt wieder darauf einlassen und nicht lieber ein neues System gemeinsam gestalten, was gerade auch in Anbetracht des Brexit und der Zukunft der EU-Debatte vielleicht gerade die Chance ist. Ich denke, es wäre gerade die Chance, neues Vertrauen der EU-Bürger zu gewinnen, gerade in diesen Zeiten durch einen Ersatz des Systems, durch ein neues Fördersystem. Und es ist nicht so, dass die Umweltverbände hier das Ordnungsrecht anstelle der Agrarförderung setzen wollen. Das stimmt einfach nicht. Vielen Dank. Jetzt hier von der Decken. Hier vorne. Gleich. Ja. Vielen Dank. Es sind jetzt 2 Steilvorlagen gegeben worden. Einmal wurden nochmal eben die 4,50 Euro erwähnt. Einmal sagte Herr Dr. Weber schon, dass es viele verschiedene Streifen gibt. Das Wichtigste ist doch, dass erstmal die Maßnahmen, die gemacht werden, vernünftig gemacht werden. Und diese schönen Streifen, die angelegt worden sind, und wenn es bei Ihnen im Land 6 bis 7 verschiedene Varianten sind, sie werden spätestens nach 5 Jahren umgebrochen. Und damit werden ökologische Nischen, die sich aufgebaut haben, vernichtet. Alleine hier im Raum sitzen Menschen, die zusammen mehrere 100 Hektar im letzten Jahr umgebrochen haben. Und ich kann Sie doch vorbereiten, im nächsten Jahr kommt dasselbe nochmal und es geht jeweils so weiter. Also kurzum, wir wollen ja konkret werden und nicht nur um heißen Brei herumlegen. Das Erste, um Effizienz zu erreichen bei diesen ganzen Maßnahmen, ist, dass der Verlust, die Drohung des Verlustes des Ackerlandstatuses schriftlich gewährleistet ist. Und dann würden Sie alle zusammen im nächsten Jahr Tausende von Hektaren ökologische Nischen erstmal bewahrt haben. Und bevor wir nicht diese Sache geregelt haben,
brauchen wir uns auch nicht mit Zahlen von 4,50 Euro zu unterhalten. Denn eigentlich will man ja gar nicht, dass wir was machen, weil wir ja gezwungen werden, das, was wir gemacht haben, zu vernichten. Und deshalb habe ich kein Verständnis, dass über 4,50 Euro diskutiert wird, bevor man nicht die wesentlichen Maßnahmen erstmal anpackt. Vielen Dank. Ja, ich muss auch sagen, also bis Kennen heute Sie Mittag, vor? Mein Name ist Herr Müller, ich komme aus der Uckermark, bin Landwirt. Ich musste bis heute Mittag feststellen, dass es eine tolle Veranstaltung ist, weil wir große Gemeinsamkeiten mit allen Seiten festgestellt haben. Nach dem Mittag liegt es nicht am Suppenkoma, sondern an der Politik, dass der Hals langsam anschwillt, wenn hier was gesagt wird. Ich möchte ganz klar hier fragen, dieselbe EU herrscht, glaube ich, in Polen auch, wie auch bei uns. Da ist ein Greening viel, viel einfacher. Ich komme 20 Kilometer von der Grenze weg, da sehe ich das nicht als Problem bei den Polen. Bloß bei uns ist das Problem. Und eine konkrete Frage an Herrn Neumann. Setzen wir nicht eigentlich typisch deutsch immer noch ein bisschen mehr drauf auf unsere Regelungen und setzen die dann um? Wir schaffen es nicht heute in der Diskussion von heute Morgen und gestern es mitzunehmen über einfachste Maßnahmen. Blühstreifen ab 1. April einsehen. Ich muss meine Blühstreifen noch einsehen zu Hause. Die Saat ist gekauft. Ich darf es jetzt nicht mehr, weil es sanktioniert wird. Wir schaffen es nicht, es einfach umzusetzen, wollen aber schon wieder eine Agrarwende. Wir wollen ein neues, wir wollen das Rad neu erfinden. Wir wollen alles neu machen, aber die einfachen Sachen schaffen wir nicht. Und das ist für mich von der Politik her schwer enttäuschend. Und so kommen wir nicht weiter. Eine Wortmeldung nehmen wir noch, Frau Gerowitz. Hier vorne. Ja, vielen Dank. Bärbel Geowitt von der Universität Rostock. Mir hat das gut gefallen, was die Landwirte hier gebracht haben. Mir war aber da schon aufgefallen, dass irgendwie eine Sache fehlt. Und was Herr Neumann gesagt hat, wir kennen irgendwie die einzige Optimierung auf den Ertrag, das hat es mir nochmal ganz deutlich gemacht. Wenn von Nutzen zum Beispiel der Blühstreifen die Rede war, dann ging es um Image. Es ging auch nochmal darum, wenn ich Jäger bin, habe ich gewisse Interessen, aber mehr kam eigentlich nicht vor. In der Wissenschaft beschäftigen wir uns sehr stark mit zum Beispiel diesen Blühstreifen im Zusammenhang mit Ökosystemdienstleistungen, Bestäuberleistungen, Nahrungsketten, Samenfraß von Unkräutern, Nützlingen. All diese Dinge aneinandergereiht sagen mir eigentlich, das ist gar nicht nur Naturschutz, das ist Produktionsschutz, was wir da auch machen, wenn wir solche Vorrangflächen in die Landschaft bringen. Das hat mich gewundert, dass das nicht thematisiert wurde. Vor einem Hintergrund, dass wir im Bereich des Pflanzenschutzes vor auch ziemlich starken Problemen stehen. Ich sage nur die Resistenzentwicklung in allen Bereichen. Das macht uns schon durchaus Sorge. Deswegen meine Frage, ist das Quatsch, was wir da finden in der Wissenschaft, dass uns das helfen sollte, solche Rückzugsflächen, Blühflächen, warum wird das nicht wahrgenommen und wo liegen die Schwierigkeiten? Vielen Dank. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Neumann. Sie hören, dass den Bauern, das Zitat war, der Hals schwillt. Das ist offensichtlich bislang, zumindest in der Wahrnehmung, zu wenig, was sich bewegt, weil die Dinge erkannt worden sind, wo Defizite liegen und sie offensichtlich noch nicht genug Hoffnung wecken konnten, dass das auch abgestellt wird. Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Also die Geschichte mit dem Umbruch, das regt uns genauso auf wie auch die Betroffenen. Also hier wird sehr viel Grünland umgebrochen, nur weil eine Rechtsunsicherheit entstanden ist, die zulasten dann der Pächter geht. Also hier haben wir auch intensiv mit Brüssel gesprochen und Korrektur verlangt. Also es ist aber auch hier wieder alles sehr langsam. Das, was Sie angesprochen haben, der Kollege aus der Uckermark, dass Greening in Polen anders sei, kann ich jetzt nicht weiter konkretisieren. Aber wir versuchen schon beim Greening das ein oder andere, was da falsch läuft, auch zu korrigieren in Brüssel. Richtung NABU muss ich sagen, wenn wir den Pflanzenschutzmitteleinsatz beim Eiweißpflanzenanbau wieder wegnehmen, dann haben wir keine 200.000 Hektar mehr, sondern dann sind wir wieder bei 30.000 Hektar. Ja? Wir können das gerne machen, das habe ich der Kommission auch gesagt gehabt, nur wenn man eine Proteinstrategie führt, wie wir das machen in Europa und besonders in der Bundesrepublik, wir wollen uns stärker mit heimischem Eiweiß versorgen, dann
geht das aber nur so, dass es wirtschaftlich ist. Und wenn dann man mit einem Vorschlag kommt, Pflanzenschutzmitteleinsatz wird künftig verboten, dann muss ich den Faktor hochsetzen, das ist doch ganz klar. Ansonsten ist der Eiweißpflanzenanbau in Deutschland wieder tot. So, wir haben mit Engelszungen bei den Pflanzenzüchtern angeklopft, dass die da wieder Geld investieren. Und wenn wir jetzt nach 5 Jahren im Grunde genommen wieder einen Kurswechsel bekommen, es wird nie mehr wieder ein Pflanzenzüchter in diese Pflanzen investieren. Und letztendlich muss man wirklich auch sagen, wir haben eine Situation, und da appelliere ich schon an die Umweltverbände, dass wie gesagt, auf den Landwirten ein hoher Druck lastet. Sie sind einem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Wenn ich mal sehe, wie beispielsweise das bei Sonderkulturen ist, das ist schon dann gebe ich Ihnen recht, dem Kollegen aus Uckermark, schon dann manchmal etwas deutsches Spezifisches, wenn wir beispielsweise bei Rückständen Einzelhandel dann höhere Standards fordert, als der gesetzliche Standard ist, dann ist das schon sehr schwierig dann für unsere Obstbauern und so weiter, dass sie entsprechende Pflanzenschutzmittel, die man in Polen oder in Frankreich bei entsprechenden Sonderkulturen einsetzt, hier nicht einsetzen darf. Das ist dann auch wieder ein Druck Sekundarstandards. So, und das Weitere ist, wir haben letztendlich in verschiedenen Regionen wie Fechter-Kloppenburg haben wir schon eine Konzentration und da müssen wir natürlich auch jetzt mit entsprechenden Maßnahmen rangehen. Ich denke, da wird die Düngeverordnung und letztendlich auch die Stoffstrombilanzverordnung dazu beitragen, dass das Nitratproblem letztendlich auch zukünftig über Ordnungsrecht besser in den Griff bekommen wird. Die Situation, wie gesagt, ist für die Landwirte heute schon sehr, sehr schwierig. Also Preisdruck, ständig höhere Umwelt- und Tierschutzauflagen, eine Gesellschaft, die sie kritisch beäugt. Und ich glaube, hier wäre es dann schon wichtig, wenn wir uns einig sind, es geht nur mit der Landwirtschaft und nicht ohne die Landwirtschaft, dass wir hier mehr Solidarität üben. Bevor ich Herrn Paffen und Herrn Hartl dran nehme, noch mal ganz kurz eingeschoben, Herr Schöne, das Thema Leguminosen und Pflanzenschutzmittelverbot. Muss man nicht auch von Seiten der Umweltverbände bei der Zielabwägung überlegen, was die Folgen sind? Wir haben jetzt eine sehr starke Ausweitung der Körnerleguminosen in den letzten 2-3 Jahren feststellen können durch die Einführung des Greenings. Sehen Sie auch die Gefahr, dass das wieder in sich zusammenbrechen könnte und neue Märkte, die sich auch gebildet haben, die sich langsam herausbilden, dann wieder wegbrechen können? Oder ist diese Erwartung, die von Seiten der Landwirtschaft und auch von der Politik, von Herrn Neumann gerade deutlich gemacht worden sind, ist die aus Ihrer Sicht gegenstandslos? Naja, also wir sind die Letzten, die Sie überzeugen müssen, dass wir eine gute Eiweißpflanzenstrategie brauchen. Aber wollen wir das auf dem Rücken dieser 5% ökologischen Vorrangflächen austragen, wo der Begriff ökologischer Vorrang in aller Deutlichkeit klar macht, Clemens, da bin ich bereit, darüber können wir jederzeit reden, dass wir den Gewichtungsfaktor dann korrigieren. Aber also ich glaube, nochmal, um das deutlich zu machen, wir haben uns immer stark gemacht. Wir brauchen in der Fruchtfolge, im Greening, die Möglichkeit, über Eiweißpflanzen eben auch die Fruchtfolgevorgaben anzupassen, nachzubessern. Aber bitte nicht auf den ökologischen Vorrangflächen. Und ich sage auch nochmal, meine Damen und Herren, der Image-Schaden, unterschätzen Sie den Image-Schaden nicht? Pflanzenschutz auf ökologischen Vorrangflächen, wie soll das vermittelbar sein? Ja, da sehe ich schon die Presse, die hinterherläuft und sagt, wo ist denn da noch ein ökologischer Vorrang, wenn ich vorher mit der Herbizidspritze rübergegangen bin? Also das ist auch aus meiner Sicht nicht vermittelbar. Deswegen jederzeit Gewichtungsfaktor, das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten überlegen, wo wir sonst die Eiweißpflanzen unterbringen. Herr Paffen, Frau Gerowit hat nochmal deutlich gemacht, dass auch von den Blühstreifen, von den aus der Produktion genommenen Flächen sehr positive Produktionswirkungen ausgehen. Ist dieser Effekt bei der Landwirtschaft unterbelichtet?
Dieser Effekt wäre sicher nicht unterbelichtigt, wenn wir über diese Zusammenhänge Bescheid wüssten. Und das kam ja auch in der Vorstellung meiner Berufskollegen deutlich hervor. Auch wir brauchen da Beratung. Viele Dinge, die Sie geschildert haben, sind uns ja gar nicht in diesen Einzelheiten bekannt. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Wenn ich Verständnis für eine Maßnahme erzeuge, ja, dann bin ich natürlich auch viel eher bereit, diese Maßnahme umzusetzen. Was Sie natürlich ein bisschen kritisch beleuchtet haben oder zumindest Ihr Eingangsstatement klang so, natürlich muss ein Landwirt auch wirtschaftlich arbeiten. Ja, das ist was wir hier nicht in Frage stellen sollten. Es war auch gestern ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Wirtschaftlichkeit nicht da ist, dann wird es keine flächendeckende Landwirtschaft geben, sondern wird sich Landwirtschaft auf Gunststandorte zurückziehen. Was ich ein bisschen schade fand, war der Beitrag von dem Kollegen vom NABU. Da waren wir eigentlich schon weiter. Wir waren nämlich eigentlich schon so weit, dass wir keine Feindbilder mehr haben, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen zusammenarbeiten. Ja? Und das war wirklich ein Rückschritt, weil der Paradigmenwechsel ist noch nicht überall angekommen. Ja? Herr Hartelt, da war ja auch der Punkt drin, dass die Agrarpolitiker die Agrarpolitiker, die Umweltverbände, die Gesellschaft mitreden lassen müssen bei der Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik. Wie ist es um diese Bereitschaft bestellt von Seiten des Berufsstandes? Gleich im Zusammenhang mit dieser Frage nochmal das, was hier eben geäußert wurde, dass Grünstreifenkulturen nur aus Imagegründen, dass sie den Eindruck haben, hier angelegt worden werden in der Diskussion. Ich kann mir das nur mit einer hochselektiven Wahrnehmung erklären, anders nicht. Das erste Chart, was hier war, und wir können das dann ja nochmal in der Dokumentation dieser Veranstaltung sehen, die erste Frage des Arbeitskreises, was sind die ökologisch wirksamsten Maßnahmen? Grünstreifen, vernetzt, möglichst, ich habe das noch ziemlich genau in Erinnerung, weil ich da gestern mitgearbeitet habe, möglichst an Grünstreifen, vernetzt mit entsprechenden natürlichen Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Urteil kommen, das entsetzt mich. Und es geht in die Richtung, auch der Herr vom NABU, was er hier wieder gesagt wird, das hat was mit Feindbildern zu tun. Das klassische Vokabular, was dann hier auch dann immer zum Tragen kommt. Und letztendlich das Ziel in 2020 dafür zu sorgen, dass endlich die große Umschichtung und die Agrarwende stattfindet. Kompromissfähigkeit sieht meines Erachtens anders aus. Und wir brauchen keine Diskussion und große Ziele und abwarten bis 2020. Jetzt ganz konkret, wir haben heute viele, viele Punkte erarbeitet. Die können wir morgen hier rausgehend anfangen. Und wenn Sie bereit sind dazu, dann sorgen Sie dafür, dass entsprechend das Klima auch an der Basis und bei Ihren Mitgliedsverbänden entsprechend geändert werden. Und dann können wir jetzt schon und brauchen nicht bis 2020 warten, einiges auch für die Biodiversität verändern. Nochmal die Frage zurück. Ja, mitreden lassen. Ja, mitreden lassen. Auch so eine Frage, die hier angesprochen worden ist. In vielen Bereichen passiert das, da muss ich einfach mal ganz platt sagen, erst die Leute auf die Bäume jagen, mit einer ganz bestimmten Information, mit einem ganz bestimmten Vokabular und dann sagen, die Mehrheit will das. Das ist genau der gleiche Widerspruch, wenn wir fragen, was wollen Sie im Laden kaufen, 60% Öko und vegetarisch und alles Mögliche und tatsächlich sieht es ganz anders aus. Das ist doch die Wahrheit. Das ist die Problematik insgesamt natürlich dann auch solcher Konsultationsverfahren. Hier setzt man natürlich ein Stück weit auf die Mehrheitsverhältnisse, die wir haben. Nämlich, dass wir immer eine kleiner werdende Berufsgruppe sind, dass wir aufgrund unserer Zahl allein schon gar nicht diese Wortmeldung nach Brüssel im Konsultationsverfahren abgeben können. Und dass Sie natürlich, und das gebe ich neidlos zu, höhere Mobilisierungseffekte bei Ihren Mitgliedern haben, als wir bei unseren Bauernverbänden. Daran müssen wir, an meine Mitglieder, an unsere Mitglieder gerichtet, noch ein bisschen arbeiten. Aber mitreden lassen Sie, wollen Sie die schon? Da haben Sie jetzt noch nicht so viel zugesagt. Wir reden doch miteinander hier. Okay. Wir reden doch miteinander hier. Und wenn das in einer, getragen von einer Sachlichkeit, getragen von einer Bereitschaft zum Kompromiss. Und Bereitschaft, damit habe ich heute Morgen mein Referat eröffnet. Von dem Grundsatz beiderseitig, wir wollen gerne anerkennen die Notwendigkeit des Arten, ich wiederhole es nochmal, des Artenbiotop- und Naturschutzes. Und wir warten im Gegenzug, weil anders geht es nicht und kann es auch nicht gehen. In anderen Worten ist das vielfach gesagt worden.
Wir erwarten auch die Erkenntnis und die Bereitschaft, dass Landwirtschaft im Weltmarkt steht und entsprechend wettbewerbsnah handeln kann und Geld verdienen muss. Wenn wir auf diesem Grundkonsens etwas entwickeln, gelingt es allemal. Herr Weber, Sie müssen zum nächsten Termin uns gleich verlassen. Deshalb möchte ich Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen. Wir haben ja jetzt deutlich rausgearbeitet, was eigentlich passieren muss in den nächsten Jahren. Was kann denn bis 2020 aus Ihrer Sicht realistischerweise passieren, um mehr Biodiversität hinzubekommen? Das deckt sich ja auch so ziemlich interessanterweise mit der Legislaturperiode, die Sie jetzt vor sich haben. Was kann die Landesregierung Sachsen-Anhalt bewegen? Was will sie bewegen? Was sind Ihre Ziele bis 2020 im Bereich Biodiversität? Das ist eine sehr umfassende Frage. Ich meine, wir haben einen gewissen Rahmen, an dem wir gebunden sind. Wir werden jetzt sicher nicht das große Rad bei uns neu erfinden. Ich habe zwei, drei Sachen vorhin angesprochen. Das eine ist, wir werden uns die vorliegenden Programme, wir haben 26 ELA-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt, ich glaube, Bayern hat 9, wirklich daraufhin angucken, was ist effektiv, was bringt was und werden, das wäre mein Vorschlag meiner Ministerin gegenüber, sag ich mal, ihr zu empfehlen, auch darauf die Mittel und die Schwerpunkte zu konzentrieren. Also lieber weniger und das richtig. Das zweite ist Beratung. Wir werden mit den geringfügigen Mitteln, die wir haben, aber wir haben ja das Glück, ein paar mehr Stellen bekommen zu haben, trotz Abbaupfade, werden wir die Ämter für Landwirtschaft und Flurnoordnung vor Ort stärken. Das wird zwar auch nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein, aber es wird wenigstens etwas sein, um genau das aufzugreifen, was hier öfters angesprochen wurde, im Prinzip auch bei der Umsetzung zur Vermeidung von Anlassungsrisiken die Landwirte mitzunehmen. Und ein dritter Punkt, was wir aber eigentlich schon machen, auch wenn man vielleicht aus Sachsen-Anhalt Demonstrationen vor Regierungsantritt und Koalition ist kritisch und offene Briefe und alles, ist aber im Nachhinein gehen wir eh wieder miteinander ein Bier trinken und dass ich mich jetzt leider entschuldigen muss, hat auch was damit zu tun, dass wir Verbändeanhörungen haben. Wir sind ziemlich oft miteinander im Gespräch. Das war vor dem Regierungswechsel schon so. Das haben wir weitergeführt, weil ich glaube, das ist der beste Weg, um auch Missverständnisse auseinanderzuräumen. Trotzdem, ich kann alle Verbände auch verstehen, wenn sie mal öffentlich die Muskeln spielen lassen müssen. Das gehört auch ein bisschen dazu, ja, sein Klientel zu pflegen. Aber solange wir wissen, wie das gemeint ist, und wir uns auf Augenhöhe immer wieder begegnen, nicht nur auf diesen Veranstaltungen. Also wir pflegen das in Sachsen-Anhalt und deswegen habe ich auch keine Probleme, sowohl mit den Ökos bei uns wie mit dem Bauernverbandschef heute Abend noch ein Bier trinken zu gehen. Danke. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank und viel Erfolg bei der